Yo, Peace, Leute, und willkommen zum dritten Part von The Witcher 2 Assassins of Kings. Ich habe jetzt auf normal umgestellt und wir werden bestimmt sehen, dass es hoffentlich ein bisschen schwerer wird. Schlüssel auf alle. Jo, Mann. Okay, hier lang vielleicht? Hi. Na? Alles fesch? Oh, guck mal, schon kriegt man hier mehr Damage rein. Oh Gott, spring, Geralt, spring. Weiter. Okay, wir sollten vielleicht erstmal die Kleinen ausschalten, weil die dürften ja relativ schnell sterben. So, und weg. Du bist eh fast tot, geh mal weg. Oh Gott, okay, okay. Oh Gott, spring, geh. Warum springt er denn nicht? Soll das so sein, dass er so gerade so langsam reagiert hat? Ich denke schon, weil wir gerade davor angegriffen hatten. Okay, ja, man merkt schon, es ist auch was Leben. Verlieren angeht, um einiges stärker. So, müssen wir mal ein bisschen rumspringen, ein bisschen mit Igni arbeiten. Wenn es denn... Ah, das ist, wenn ich ein Zeichen gewirkt habe. Dann ist es so extrem langsam, glaube ich, dass er wegspringt. Oh Gott, ein Schildtyp ja auch noch. Okay, ja, warte. Ich muss gerade springen. So, schön. Oh Gott, jetzt müssen wir aufpassen. Hau den down. Uah. Schnell weg. Ja, sehr schön. Ja, ja, Volltest, sei ruhig, Alter, du kämpfst nicht mal. Uah. Oh Gott. Ich blute. Ist aber nicht so schön. Na, verdammt, Igni, Alter, mit deiner scheiß Reichweite. Ja, Moment, ich muss da ein bisschen wegrollen. Alles ein bisschen knapp hier. Der sollte aber treffen, oder was? So, der ist tot, der Große. Wunderbar, für den sollte ich, glaube ich, Art einsetzen am besten. Oder nee, Irden. Irden am besten. So, komm auf mich zu. Sehr schön. Genau, dann kann ich ja sein Schild nicht mehr heben und dann... Oh Gott, da habe ich niedergeschlagen, du Assi. Hugadaga. Weg. So. Wunderbar. Und go. Schnelle Angriffe. Ja, so geht's doch auch. Und das war knapp. Aber so will ich sehen. So gefällt mir das schon besser, als aber einfach, dass ich mir gerade... Das ging ja gar nicht klar. Ist einfach nur durchgerannt. Öffne das Tor und lass Volltest in den Tempel. Schlüssel des Torwächters. Wunderbar. Schimmel über eine Truhe bedeutet, dass ein wichtigen Questgegenstand enthält. Achso. Okay, irgendeine Truhe oder wie? Oder war das gerade die Truhe? Das, Befehle für Soldaten. Wir können auch nochmal so machen. Ne, sieht nicht danach aus. Okay, muss ich jetzt wieder rein? Wahrscheinlich. Und da dann die Tür öffnen, die gerade noch verschlossen war. Ja, mach Geralt. So. Tür geöffnet, wunderbar. Da haben wir eine Truhe. Was ist denn da Schönes drin? Ein abgenutzte Lederhandschuhe, ja geil. Was, Geralt, was tust du denn? Du sollst... Ja, da... Verwenden. Genau, Geralt. Sehr gut, Geralt. Fein gemacht. Oh, ich muss drücken. Fein gemacht, Geralt. Ja. Geralt, komm schon. Geh vor das Tor und sprich mit Volltest. Da freue ich mich aber kurz ins Inventar. Wir haben Lederhandschuhe gefunden. Sind die gut? Vergleichen. Wir haben jetzt die Kräuterkenner. Nee, also doch. Okay, ja, ist aber klar, nur dass halt der Magie-Schaden besser ist. Okay, nee, dann sind unsere jetzigen natürlich besser. So, mach Uff hier das Ding. Mach Uff das Ding. Und jetzt können wir mit Volltest talken. Hey, jetzt wird mich ganz Ding ins Kriegens beleiden. Beleiden, beneiden. Oh, danke. Ja, aber ganz sicher. Geralt hat's geschafft. Natürlich. Der Priester ist zu seinen Göttern abberufen worden. Ich habe Skoyatel gesehen. Am Fluss. Wo genau? Wie viele? Was für Farben trugen sie? Ich hatte leider Katze drin, ne? Hab's nicht gesehen. Zum Tempel. Hey, Skoyatel waren so die größten Gegner in Witcher 1, also mit die größten Gegner. Und back in the Kerker again. Das Bild vervollständigt sich allmählich, Geralt. Entweder sagst du die Wahrheit, oder du lügst hervorragend. Vielleicht auch beides. Erzähl mir den Rest. Der König hat mich heute Morgen zu sich rufen lassen. Dass das klar ist. Ich war der Letzte, der diese Schlacht wollte. Aber zu Volltest sagt man nicht nein. Ja, zum König sagt man grundsätzlich am besten nicht nein. Sondern er möchte, dass man nein sagt. Sonst lässt er dich nämlich in den Kerker. Oh, das sind wir ja gerade schon. Tag der Erstürmung, Morgengrauen.
Bisswunde an der Schulter sieht immer böse aus. Oh, wer liegt denn da neben uns? Gott, wie sehen denn ihre Zähne aus? Lol. Oh, das sieht schon besser aus. Hexer, bist du wach? Raus hier, du Hund! Seine Majestät, der König von Temerien, Ponta, Mahakam und interessiert mich nicht. Ich hatte gerade vor, etwas den weiblichen Körper von Triss zu erkunden. Sag ihm, ich werde gleich da sein. Ich bedauere, an einem so schönen Morgen zu stören, aber der König... Wir haben es gehört. Schönen Tag noch, Herrin. Hexer? Was ein Cockblocker, ne? Raus jetzt! Er will doch nur spannen. Idiotischer Krieg. Der Morgen hätte so schön sein können. Ein Krieg kann doch nicht idiotisch sein, wenn dein König ihn führt. Gescheite Kriege gibt es nicht. Gescheite Kriege gibt es nicht. Wahres Wort, Geralt. Vielleicht weißt du, was ich unserem wollüstigen Monarchen raten soll. Keine Schürzen jagen, keine Bankerte zeugen und keine Kriege vom Zaun brechen. Genial. Ist dir klar, dass diese Bankerte einst nach dem Thron greifen könnten? Dann gibt es einen noch größeren und dümmeren Krieg. Was nichts daran ändert, dass... Der Morgen hätte schön sein können. Und die übrigen sind nicht der Inbegriff von Intelligenz und Manieren. Aber Könige, bessere haben wir nun mal nicht. Deswegen beschütze ich Voltest, wenn es sein muss. Aber wenn die Burg fällt, gehen wir. Hast du wieder von der wilden Jagd geträumt? Mhm. Die wilde Jagd. Hast du etwas über den Attentäter erfahren? Wie war denn die Sektion dieses verhinderten Königsmörders? Fürchterlich. Seit du ihn getötet hast, ist schon über ein Monat vergangen. Die Leute des Königs wollten die Sektion allein durchführen. Ein Haufen von Laien. Was sie da herangekarrt hatten, konnte man schwerlich einen Leichnam nennen. Der König traut niemandem. Konntest du etwas erfahren? Das Alter konnte ich nicht mehr feststellen, aber vermutlich hat er im Dunkeln so gut gesehen wie du. Ah. Er hatte Katzenpupillen. Also, du meinst, ein Hexer? Der sich an sämtlichen Wachen vorbeigestohlen hat und um ein Haar den König und mich umgebracht hätte, war ein Hexer? Ich teile dir nur die Ergebnisse der Sektion mit. Ich habe diese pikante Neuigkeit für mich behalten. Und werde das auch weiterhin tun. Mir ist schon klar, was sie für dich bedeuten kann. Jetzt magst du sein Beschützer und königlicher Hexer sein, aber Herrengunst, Nebeldunst. Schöner Reim. Diese Späher wollen einen Drachen gesichtet haben. Späher schwört übrigens Stein und Bein am Fluss einen Drachen gesehen zu haben. Er will auf einen Vortrupp der Skoyatel gestoßen sein, der ihm fast das Licht ausgeblasen hätte. Aber dann sei ein Drache herangeflogen, sodass die Elfen sich zu Boden warfen und den Späher türmen ließen. Ein Drache mitten in der zivilisierten Welt? Geralt. Außerdem jagen Hexer doch keine Drachen. Oder hat sich das geändert? Nein. Und du hast recht, hier gibt es wohl kaum... Ja, das würde ich nie so laut sagen, Geralt. Ich war schon in der Zukunft. Schleimling, ausgewachsener Wüvern. An der Geschichte stimmt wohl nur, dass der Späher den Elfen entkommen ist. Dieser Traum. Ich glaube, der Traum ist wichtig. Über die wilde Jagd. Ich durch den Wald stürze und die wilde Jagd. Das sind meine letzten Erinnerungen. Ich erwache und untersuche den Traum sofort auf Anhaltspunkte. Auf Hinweise. Irgendwas, was mein Gedächtnis zurückbringt. Träume können sehr mächtig sein. Manche sagen, sie könnten sogar die Wirklichkeit formen. Allerdings. Alles Mögliche. In Witcher ist das vor allem Unsinn. Sogar wahr. Es erfahren. Ich bin sicher. Es ist Zeit zu gehen. Zeit, sich mit diesem Lüstling. Ja, auch in Witcher 1 gab es schon eine kurze Erwähnung von der wilden Jagd. Ich komme später zu. Und ein Ending von Witcher 3 wurde in Witcher 1 in einem Nebendialog tatsächlich schon
vorausgesagt, sage ich jetzt mal. Also natürlich, wenn man Witcher 1 vor Witcher 3 gespielt hat, also damals, wo es rauskam, zum Beispiel, dann hätte man sich gedacht, hä, was labert denn der eigentlich? Aber bei Witcher 3 gab es dann halt Sinn, wenn man das schon gespielt hatte. Können wir noch über irgendwas reden? Oh nee, schade. Okay, dann gehe ich mal. Tschüss, Triss. Ach, das hätte echt so schön sein können. Geralt, du bist mir ein bisschen zu schnell unterwegs, ne? Du rennst immer an allem vorbei. Schick hier. Volltests Herlager. Grüß dich auch mir. Hä? Willst du einen interaktiven Gegenstand? Stell dich hier vor und drück die entsprechende Taste. Wo denn? Das Poster? Ja. Ach, Geralt, du bist schon wieder zu schnell. Ich laufe jetzt so. Komm zur Armee. Bin schon da, Bruder. Bin schon da. Warum auch immer man hier davon ein Plakat braucht, wenn man doch hier schon in der Armee ist. Kann ich da gerade was machen? Mich unterhalten, der sagt wahrscheinlich nur, hä? Hä? Das heißt, wie bitte? Hat dem einen Lehrer von mir gesagt. Ja, ja, mach ich doch. Ich gehe doch zu Volltest. Das ist groß. Das sieht aus wie ein sehr, sehr großer, hoher... Hallo! Was laberst du denn? Von dir will ich doch gar nichts. Warum höre ich euch so laut, obwohl ich gerade noch ziemlich weit weg stand? Hallo, ich hab dich weggeschubst. Hey. Endlich. Die Verräter des Königreiches machen schon den Teer in den Töpfen heiß. Und du schwatzt? Ja, natürlich. Ich habe mit dir ein bisschen geschwatzt. Wir stürmen. Aber wenn ich dich bei mir habe. Folgt mir, ihr Herren. Wir wollen unsere Verräter nicht warten lassen. Ich habe die Geschichte auf jeden Fall in der falschen Reihenfolge erzählt. Aber das wusste ich ja nicht. War aber unschön. Sir, Sie sagten, wir wären außer Reichweite. Das war eine Balliste, Gesandter. Wurfarm mit erzenen Federplatten und Rosshaarsehnen. Die kann schwere Geschosse 2000 Schritt weit schleudern. Eine tödliche und sehr wertvolle Waffe. Erfahrene Besatzungen schaffen 2 Schuss pro Minute. Aber das Ding hat eine Schwäche. Majestät, begibt euch in Deckung. Der Wurfarm erzeugt einen solch gewaltigen Rückstoß, dass er die Balliste verschiebt. Man kann nicht zweimal dieselbe Stelle treffen. Der König, der hat Ahnung hier. Auf militärische Ingenieurskunst? Oh nein. Ja, überrascht mich auch ein wenig. Ich schenkte die Balliste vor 2 Jahren. Ein König, der gibt ja nur Befehle. Zum Geburtstag. Das ist ein tolles Geburtstagsgeschenk. Also wenn ich Geburtstag habe, erwarte ich von euch, dass ihr mir eine Balliste schenkt. Was halten Majestät von Soldaten, die solche Wunden schlagen? Von denen, die das taten, lebt keiner mehr. Sieht böse aus. Meister Geralt, ich würde gern ein Wort wechseln, sobald der Schlachtmann. Verzeih, Exzellenz, aber ich will den Königshof so rasch wie möglich verlassen. Darf man fragen, man hält mich für jemanden, der ich nicht bin. Wie nennt man dich, Soldat? Warte. Du warst doch mit mir vor Brenna und im Pontarfeldzug. Norman Sator. Immer noch Schütze? Brenna, ja, das kommt mir auch bekannt vor. Das ist alles nicht mehr. Norman Sator, für deine langjährigen Dienste für die Krone ernenne ich dich zum Zehnschaftsführer der Schützen. Weiter, ihr Herren. Na, anscheinend ist ja das Schicksal wohl doch ein bisschen auf deiner Seite, ne? Bin einfach so voll disruptiv und der befördert dich einfach, weil er sagt, hey, dich kenne ich ja noch. Ist gut gemacht. Seine Majestät erinnert sich an mich. Was für ein... Ja, das stimmt natürlich. Das ist natürlich eine Ehre. Verzeiht meine kühne Frage, Majestät, aber ich bin gezwungen, sie zu stellen. Welches Schicksal hat der königlichen Bankerte, wenn... Das sind keine Bankerte, das sind meine Kinder. Höre ich noch einmal das Wort Bankert, gibt es ein Unglück. Bankert! Aber das Erbrecht ist da außerordentlich präzise. Erbrecht, Erbrecht, das kann mir mal durch die Kimme rutschen. Wenn es sein muss, ändere ich es einfach. Kommt ja nicht in ja, ist der König. Der aufmüpfige Barone meine Kinder als Standarten benutzt. Euer Majestät haben ja vollkommen recht. Schleimer. Ich habe keine Ah, da lebt nicht mehr? Ich verstehe. Oh. War ein Witcher 1 ein Charakter. Also man merkt auch, dass es direkt daran anknüpft. In dein Zelt zurück. Ich wusste gar nicht, dass Ada gestorben ist. Witcher 1 aber auch schon ein bisschen her. Ich möchte seinen faltigen Schädel in einem Sack an M hier schicken. Aber Triss Merigold hat mir geraten, höflich und geduldig zu sein. Das war ich. Natürlich. Natürlich. Mehr war nicht drin. Ha! Ich wusste doch, dass du einer der Unsrigen bist. Was die Leute reden, schert mich einen Rattenschiss. Wie bei Ada.
Gibt es was Neues über den verhinderten Mörder? Nichts Neues. Nichts Neues, Majestät. Ein ganzer Monat ist schon verstrichen, aber wir wissen kaum mehr als zu Beginn. Diese ganze Untersuchung. Ah, doch, ah, da ist ich erinnere mich gerade. Okay. Doch, klar. Aber wir ich trottel. Schuldigen. Das ist nur eine Frage der Zeit. Jetzt kümmern wir uns erstmal um die Schlacht. Bleib bei mir. Später kannst du deiner Wege gehen. Danke, Majestät. Ja, meine Wege gehen, das möchte Geralt. Finde ich auch gut, dass der König mitten auf dem Schlachtfeld steht. Das ist jetzt nicht mittendrin, aber zumindest nicht irgendwo in seinem Thron. Danke. Zielt auf den mit dem roten Helmbusch. Auch vor knapp 6 Monaten schwor er mir ewige Treue. Was für ein Dreckiger. Wie viel höher? Dem roten, ich erkenne hier fast gar nichts. Auf den wahrscheinlich. Das war hoffentlich richtig. Ihr habt da nichts Rotes gesehen. Da wird schon treffen. Weg mit dir! Haben wir ihn erwischt? Natürlich. Wie wär's mit der Lobpreisung, ein paar Goldmünzen, eine Beförderung. Bin enttäuscht. Ziemlich enttäuscht. Gemütlich hier drin. Schützen können auch aus der Nähe gefährlich sein. Adlerauge her. Ja. Man kennt mich, man kennt mich, man kennt mich. Sehr großmütig. Du spottest. Ja. Einerlei. Ich bin sicher, dass Luisa ihren Fehler einsieht. Und außerdem brauchen die Kinder ihre Mutter. Ich kann nicht ganz. Ist Luisa deine Ex? Das ist doch ganz einfach. Luisa und ich hatten nur eine kleine Krise. Deshalb hat sie dich verraten. Vermutlich. Gleich kam man nicht. Nee, so ganz versteh's nicht. Oh, ich bin in dir drin. Schick unter deinem Mantel. Ja, das dachte ich mir doch schon. Oh ja, jetzt ist es noch besser. Ja. Yeah. In deinem Arsch. Kann nicht endlich fröhlich sein. Ja, schön, schön, schönes Lied auf jeden Fall. Wir müssen hier zwei... Oh Gott. Da ist gerade eine Balliste durchgerast. Heil! Verdammt und eins, wohin ziehen wir? In den Krieg oder so? In den Kampf meine ich, ja. Eins, wofür kämpfen wir? Für dich oder so, für Temerien, für den Sieg. Ja, genau, wollte ich sagen. Los! Ja, los. Ich muss tschüss. Hui! Ich wollte gerade sagen, das Ding wird jetzt aufgenannt, können wir da rausstürmen. Er wirft die Fähigkeit Position um den... Hä, ist es zu schnell? Dieser Turm war eine miserable Idee. Er sollte die Moral der Aufständischen brechen. Diese Adelsfuzis kamen her, um ein bisschen auf den Mauern zu wandeln. Sterben durften die Soldaten für sie. Elendig, im Straßendreck unter ihnen. Wenn mich der Dienst in der Armee irgendwas gelehrt hat, dann das. Ob Schlacht oder Ball, die Edelgeborenen haben die vornehmsten Plätze und die besten Kleider. Doch Schluss mit dem Geplänkel, Hexer. Fahr fort. Volltests Bankerte, die Einsiedelei. Was ist dort passiert? Alles begann mit Tales. Tales, okay, also Englisch ausgesprochen. Zur Sache, Hexer. Der Erzpriester hatte recht. Das ist dann wahrscheinlich das Ende unserer Geschichte. Oft genug mit dem Marion, damit du nichts wertvolles. Ich würde nie etwas Wertvolles übersehen. Sagte Erstürmung am Abend.
Arthur Tales, der frühere Graf Neswelt. Ich habe dein Todesurteil unterschrieben. Nett? Ja, aber die Baronin hat mich inzwischen begnadigt. Welch unerquickliche Situation. Schöne Narbe. Anais und Bussy, fragt ihr nach den Königskindern? Strapazier meine Geduld nicht, Tales. Dann verspreche ich dir einen schnellen Tod. Gesteh Na, immerhin. Im Angesicht der Götter und der Menschen. Bussy und Anais sind die Früchte eurer Lenden und eure Nachkommen. Übt euch in Demut vor dem Antlitz der Götter und sagt die Wahrheit. Du magst es noch nicht bemerkt haben, Tales, aber ich habe diese Stadt gerade erobert. Mit Hilfe von Schargen, Hexen und Wechselbalgmutanten, denen gar nichts heilig ist. Hi. Es ist ein geweihter Ort. Ihr werdet es nicht wagen, die Hand gegen einen Gottesdiener zu erheben. Ah, wirklich nicht. Wo habt ihr die Kinder versteckt? Wo habt ihr die Kinder versteckt? Und wofür gibt es denn Axi? In der Einsiedelei. Sie Axi erfolgreich. In der Einsiedelei. Was treibst du denn da? Gotteslästerung. Hokus Pokus. Hokus Pokus. Ruhig jetzt. Dem Geistlichen wurde kein Haar gekrümmt. Nur der kleine Adler genau. hat eins aufs Dach gekriegt. So ist der Wolf satt und das Schäfchen noch heil. So machen wir das. Wir als Hexer. Dreimal verflucht, bei einer Erstürmung kann alles Mögliche schief. Na, wie geht's dir da unten? Oh. Finde ich schön, dass wir den schlagen durften. Doch. Volltest, ich halte dich auf. Oh. Total. Natürlich. Könnte ich sofort machen. Vielleicht schmecken deine besser, vielleicht bewegen sie sich mehr. Merigold schafft alles. Immer der Wahrheit ins Auge sehen. Vielleicht hat der Drache hier schon ein Wort noch und der Drache ist dein kleinster Kummer. Ja, hier. Geralt ist jetzt schon ein größter Kummer, mein lieber Vernon. Wenn du so über meine zukünftige Ehefrau redest. Oh, hallo. Okay, X-Spam, das habe ich glaube ich nicht geschafft. Oh, tschüss, Vernon. Oh Gott, andere Richtung. Andere Richtung. Andere Richtung. Okay, wer da an soll, dass die Kamera sich so drehen? Du kannst uns. Jetzt, ich hätte X drücken sollen. Nee! Okay, ups, ich habe A gedrückt aus Versehen. Weil X und PlayStation 4 viel spielen und ja. Ja, da kommt man schon mal durcheinander mit der Taste X. Da muss ich mich jetzt wieder dran gewöhnen. Dass X hier in diesem Fall Viereck ist. Für mich als PlayStation. Also ich besitze ja beides. Ich besitze ja auch eine Xbox. Ist ja klar, sonst könnte ich das ja hier nicht spielen. Aber die PS4 ist eben meine Hauptkonsole. Ja komm, diesmal laufen wir auch direkt in die richtige Richtung, nicht direkt dem Drachen in die Arme. La 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 la, du kannst uns gar nicht erwischen, denn du bist scheiße. Du bist kacke, Drache. Tschüss. Drache, erwache. Das ist bestimmt der Drachenlord hier, der uns hier verfolgt. Metal, Leute. Tschüss. Ah, ja, der hätte ich fast nicht gedrückt. Schön. Tut weh, hä? Einsiedlerei. Ja, kein Problem, Volltest. Macht nur 20.000 Gold. Oh, was wünsche ich mir denn? Oh ja, das ist ein guter Wunsch. Ich hätte mir jetzt irgendwas wahrscheinlich mit Sex oder Geld gesagt und Triss. Ist eins von beiden auf jeden Fall. Welches sage ich aber nicht. Beides, weil ich kann sie einfach verkaufen. Oder sie kann Prostituierte werden, dann ist sie beides. Hier wird nicht weiter rumgespielt, auch wenn ihr die Kinder vom König seid. Wer kommt da? Die haben ein bisschen Angst vor dir anscheinend. Volltest. Ich hole meine Kinder. Geralt, warte hier. Du könntest sie erschrecken. Wer das Gefühl, sie haben vor dir Angst? Oh, den Göttern sei Dank. Meine Gebete wurden erhört.
Okay, sie hat anscheinend doch vor mir Angst. Geh, Büssi. Das ist nicht mein Vater. Aber dein König, mein Junge. Glocken. Ihr Triumph ist vollkommen. Die Stadt und die Festung sind gefallen. Ihr solltet dem Urvater und der Mutter Schöpferin für diesen großen Sieg danken. Oder eher Hexer Geralt. Lindermann, ich habe meine Kinder ein halbes Jahr nicht gesehen. Die Götter können ruhig noch etwas warten. Hört mir zu. Eure Mutter und ich haben uns gezankt, aber das ist vorbei. Sie wurde getäuscht. Böse Menschen haben sie gegen mich aufgebracht. Diese Menschen sind bestraft worden und jetzt wird alles wieder gut werden. Nicht weinen, Büssi. Eines Tages wirst du König sein. Und Könige weinen nicht. Könige weinen nicht. Büssi, also hör auf damit. Es kommen Bewaffnete, Majestät. Kinder, ins Refektorium. Meine Ritter sind gleich hier. Ihr sollt sie kennenlernen, denn einst werdet ihr sie befehligen. Büssi, wasch dein Gesicht. Man darf nicht sehen, dass du geweint hast. Im anderen Zimmer steht ein Wassereimer. So war das damals halt eben noch. Heute ist es ja nicht schlimm, wenn ein Mann weint, aber damals. Da ging sowas gar nicht klar. Vor allem nicht, wenn man der zukünftige König sein soll. König, das Gebet. Sollen aussehen wie die Königskinder, die sie sind. Sie haben eure Augen, König. Das war wohl der Attentäter mit den Hexeraugen. Und so sind wir dann wohl im Kerker gelandet.
als der Mörder von König Foltest. Der Soundtrack war gerade sehr, sehr leise. Zur Not muss ich ein bisschen lauter stellen in der Nachbearbeitung, das muss ich schon hinkriegen, weil er war richtig gut, aber er war sehr, sehr leise. Aber er war richtig gut. Ja, mehr erfahre ich wohl nicht von dir. Heißt das, ich bin frei? Foltest, König von Temerien, ist ermordet worden. Derzeit bist du der einzige Verdächtige. Also nein. Noch verschimmeln, weil der Mörder klüger ist als du? Wie bitter. Du wirst schon nicht im Loch verschimmeln. Man wird dich aufhängen. Oh, okay. Nicht tun dürfen. Nett. Ich habe keinerlei Einfluss auf das Urteil des Gerichts. Wie steht es um das Königreich? Das ist das Wichtigste. Scheiß auf mich. Der Regentenrat ist zusammengetreten, um Ordnung zu schaffen. Das bedeutet dreierlei. Es herrscht Unbeschreibliches drunter und drüber. Der Wein geht aus und die Huren verdienen sich goldene Nasen. Nasen. Nimmt Triss an den Beratungen teil? Ja, aber sie wird nur erfahren, dass sie überflüssig ist. Woher weißt du das? Es ist mein Beruf, solche Dinge zu wissen. Sie wollen ein Königreich ohne Zauberin? Sie haben gerade ein Königreich ohne König und nutzen die Gelegenheit, um Triss loszuwerden. Wer wird regieren? Die primären Prätendenten sind Graf Maravell und Baron Kimbold. Die balgen sich jetzt schon um die Burg La Valette. Foltests Bankerte gibt es auch noch. Und in deren Adern fließt königliches Blut. Sie haben ein Anrecht genau. Auf den Thron, nicht diese dahergelaufenen Adligen. Triss bürgt für mich. Was ist, wenn jemand für mich bürgt? Hast du einen Zeugen? Ich dachte an Triss. Na ja, Zeuge. Ja, wenn ich spielen wäre, aber das ist ja allgemein gut. Was ist mit ihr geschehen? Sie ist unversehrt. Das ist gut. Soweit ich weiß, wurde sie zur Sitzung des Regentenrats gerufen. Foltest hat viel von dir erzählt. Foltest hat viel von dir erzählt. Du bist ein schlauer Mann. Ihn wäre ich heute ein Säufer oder Landstreicher. Foltest hat mehr für mich getan als mein Vater. Mein Vater hat gar nichts für mich getan, hab ihn nie getroffen. Und daher werde ich erst ruhen, wenn der Mörder bestraft wurde. Worin besteht dein Dienst, Werner? Ich führe Befehle aus, die andere nicht ausführen können. Unternehme etwas. Du bist doch der Anführer der blauen Streifen, verdammt. Tu was. Der Mörder läuft frei durch die Gegend und mit jeder Stunde ist er schwieriger. Er hat einen sehr großen rechten Arm. Sein linker wirkt aber normal. Ich glaube, der scheint viel zu trainieren. Dass er ein Mönch war, sondern dass er einen Habit trug. Ich sah ihn in einem Boot mit einem Trupp Skoyatel wegfahren. Würdest du ihn wiedererkennen? Aber ja, wahrscheinlich. Er ist der größte Fleischberg, den ich je gesehen habe. Komm schon, Vernon. Lass mich raus! Was würdest du tun, wenn dir die Flucht gelänge? Ich würde natürlich den Mörder suchen. Ich würde mir gern den Königsmörder schnappen. Wo willst du ihn denn finden? Ein paar Skoyatel haben ihm bei der Flucht geholfen. Da fange ich an. Vielleicht kennst du dieses gewisse Elfengrüppchen sogar. Wie sollte ich? Sie trugen Masken mit blauen Streifen. Ah. Trophäen. Jorwetz-Leute. Deine Leute. Wo ich die finde, weiß ich. Jetzt haben wir doch eine Spur. Nochmal von vorne. Und diesmal ganz ruhig. Gib mir was zu trinken. Nun, warum nicht? Wes! Bring was zu trinken. Und zwar schnell. Danke. Warum eigentlich nicht gleich so? Selbst schuld, Geralt. Dein Schicksal liegt in deiner Hand. Danke. Ist hoffentlich ein guter Wein. Und nicht irgendwie Wasser oder so ein Scheiß. Dann raste ich aus, Wes. Wir sehen uns im dritten Teil nochmal. Was ist das denn? Der Geralt hat aber Durst. Ich wusste nicht, dass auch Frauen in den Spezialverbänden dienen. Wes gehört zu meinen besten Leuten. Wo hat sie die blauen Streifen her? Ich habe sie aus den Fängen der Skoyatel befreit. Sie war 16, als sie ihr Dorf niederbrannten und die Einwohner abschlachteten. Der Anführer fand Gefallen an ihr. Darum lebt sie noch.
Da würde denn keinen Gefallen an so einer wunderschönen jungen Dame finden. Die Akte eines gewissen Gerald von Riva. Übervolltest tot? Ach, wenn die verbrennen, was? Ein Bericht über Ereignisse vor 5 Jahren. Vor 5 Jahren, also schon eine ganze Weile her. Riva, eine Stadt mit 1234 Einwohnern. 253 davon sind Anderlinge. Am 25. September 1268 gibt es ein Pogrom, ein Massaker. In den Straßen fließt Blut von Elfen und Zwergen in Strömen. Eine einzige Person stellt sich dem rasenden Mob entgegen. ...76 Anderlinge werden ermordet. Darunter auch der Hexer Gerald von Riva, der mit einer Mistgabel erstochen wird. Vom Mörder ist lediglich bekannt, dass er Rob heißt und 3 Kronen Schulden in einem nahen Wirtshaus hat. Jennifer von Wengerberg stirbt, als sie den Hexer retten will. Die Leichen von Gerald und der Zauberin schafft eine junge Frau mit aschgrauem Haar weg. Es ist nicht bekannt, wo die beiden begraben sind. Ich erinnere mich. Riva. Jennifer. Was ist mit dir? Ich habe das gesehen. Ich habe meinen Tod gesehen. Dein Gedächtnis kehrt zurück? Ich erinnere mich nur daran. Nur an das Ende. Jennifer, die kam im ersten Teil gar nicht vor, aber hier auf jeden Fall schon mal genannt. Verhör beendet. Fessle ihn. Ja, die darf mich gern fesseln. Den Schlüssel. Die Handbewegung war sehr, sehr schön, Vernon. Muss ich hier mal lassen. Morgen segeln wir los. Okay. Die Wache holt dich in 5 Minuten. Das hört sich doch gut an. Ist. Kannst es brauchen. Da haben wir also schön ausgehandelt, dass wir aus dem Kerker wieder entkommen, um den wahren Mörder von König Foltest zu suchen, zu finden und dann entweder zu ermorden oder vor Gericht zu bringen. Lieber Ersteres. Guck mal, Gerald da. Spezialist? Nenn ich sowas. Spezialist? Noch gestern haben sie ihn als Helden auf Händen getragen. Kein Wunder, ich war Zeuge, wie er im Handumdrehen an die 20 Recken erschlug. 3 Tage nach der Schlacht. Schlachtgetümmel auf den Mauern. Pfiff sein Schwert so schnell. Ich konnte es kaum sehen. Als die Bestie kam, war ich sicher, dass sie ihn in Stücke reißt. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Morgen wird er ja gevierteilt. Das glaube ich nicht, meine Lieben. Das glaube ich nicht. Dich selbst befreien oder provozieren. Okay. An so einem Scheißhaufen macht man sich doch nur die Hände schmutzig. Sehe ich eh nicht. Aber ich würde sagen, das war's nicht mit diesem Part, weil ich nicht Pause drücken kann. Okay. Sehr gut. Dann. Was haben wir denn? Ich provoziere die. Ich provoziere die alle. Komm doch mal her, guter Mann. Was soll das Geschrei? Willst du, dass wir dir das Maul stoßen? Trau dich doch. Dein Glück, dass uns dieses Gitter trennt. Ohne dieses Gitter würdest du die Klappe nicht so aufreißen. Ach, wollen wir doch mal sehen. Genau, mach mal schön das Gitter auf. Und zack! Ich dresch dir das Gekröse aus dem Bauch. Oh Gott, warum bist denn du jetzt, hä? Achso, ich muss richtige Tasten. Achso, okay. Ich verstehe. So, Batz, Junge. Schöner Takedown. Und richtig in die Fresse, Alter. Der Loot lag schon da, bevor du gestorben bist, aber egal. Ich wollte mich gerade sagen, warum steht denn der jetzt schon wieder? Das ist der Wärter, der gerade da draußen stand. Und jetzt war der plötzlich hier drin. Von mir aus können sich halt Wärter sein. Da ist noch ein... Hä? Weil er noch lebt wahrscheinlich, oder?
Naja, ist ja auch egal. Ich würde sagen, das war's mit diesem Part von The Witcher 2. Wir haben schon wieder ein wenig überzogen, aber das ist ja nicht so schlimm. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns einen Daumen nach oben da. Schaut in die Playlisten auf den Kanal vorbei, wenn ihr Bock auf mehr habt. Es war mir eine Ehre, euch unterhalten zu dürfen. Peace up und haut da rein.